Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Herzlich willkommen zum sechsten Zuschauerturnier. Ja, es ist schon das sechste Zuschauerturnier. Wenn ihr auch mal dabei sein sollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Lichess. Meldet euch auf Lichess an. Lichess ist ein Schachportal, das ist kostenfrei und werbefrei. Da gibt es auch keine Premium-Dienste, das finanziert sich nur durch Spenden. Tolle Sache. Dann findet ihr in der Videobeschreibung auch den Link zu unserem Team. Unser Team heißt www.ich-lerne-schach.de, genau wie die Webseite. Und dann könnt ihr auch einfach mal mitspielen. So wie heute ein kleines Arena-Turnier. Es gibt aber auch größere Turniere. Wir sind zum Beispiel Nikolaus eingeladen zum großen Nikolaus-Schachturnier vom Schachpanda. Das heißt, wenn ihr da auch bei sein sollt und für unser Team antreten wollt, kommt auch ins Team. Findet ihr auf der Teamseite den Link. Ich werde auch nächstes Jahr mal uns einen IM oder GM engagieren, der gegen uns mal ein Simultan spielt. Dafür qualifizieren sich alle, die in diesen Zuschauerturnieren eine tolle Leistung zeigen. Da gucke ich auch nicht darauf, wer es gewinnt, sondern da gucke ich dann darauf, wer spielt zum Beispiel viel stärker als sein eigenes Rating ist oder sowas. Oder wer hat mich abgemistet? Das heißt, die kriegen dann die Chance und können dann hier auch mitspielen. In diesem Simultan nächstes Jahr. Wahrscheinlich irgendwann Q1 dann. Und heute ist es ein Arena-Turnier und Arena-Turniere sind am beliebtesten online bei den Leuten. Also die meisten Leute spielen Arena-Turniere, nicht nur auf Lichess, sondern auch auf chess.com. Der Sinn ist, es gibt eine bestimmte Zeit, hier 90 Minuten, und man muss in der, ich bin schon ein bisschen abgelenkt hier vom Chat, und man muss in der Zeit so viele Siege wie möglich schaffen. Das ist der Sinn. Und der das schafft, der am meisten Punkte hat, der gewinnt. Normalerweise gibt es noch so Bonuspunkte, wenn man eine Gewinnserie hat, das heißt dann Streaks. Das heißt, wenn man zwei Siege gewinnt, kriegt man dann den nächsten Bonuspunkt. Und es gibt die Berserker-Funktion. Der Berserker, das ist so ein kleines Icon am Schachbrett. Wenn man das klickt, halbiert man die eigene Zeit. Dafür kriegt man aber, wenn man gewinnt, die doppelte Punktzahl. Und das habe ich jetzt hier bei unserem kleinen Arena-Turnier einfach mal ausgestellt. Wir wollen jetzt ja nur einfach mal das ausprobieren und Spaß haben. Bedenkzeit ist 5 Minuten plus 5 Sekunden. In den Simultan spielen wir ja immer Schnellschach mit längerer Bedenkzeit. Auch in den Schweizer Turnieren haben wir längere Bedenkzeit gespielt. Hier spielen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Ganz einfach, um auch zu üben für das Nikolaus-Turnier vom Schachpanda, weil da wird dann auch 5 plus 5 gespielt. Wenn man allerdings schnell zieht, gerade am Anfang in der Öffnung, dann hat man natürlich auch die Chance, gar keine Zeit zu verlieren, sondern man gewinnt ja sogar Zeit. Wenn man innerhalb von einer Sekunde zieht, kriegt man jeden Zug 4 Sekunden dazu. Dann kann man sogar ein bisschen Zeit aufbauen. Und das soll einem einfach ein bisschen helfen, dass man nicht ganz so arg unter Zeitdruck kommt. Wir schauen mal, wie es läuft. Also 5 plus 5 ist eigentlich auch schon ziemlich blitzartig und ziemlich schnell. So, es ist noch 1 Minute. Trinken ist wichtig. Wen haben wir am Start? Der Schachsuchti und ich, wir sind so ein bisschen vorne, aber sehr knapp dahinter. Guybrush, Herbel, Mibadu, Heidenheim, Schweiz, King Huso, Lefchester, Kai aus der Kiste, das ist so alles Verfolgergruppe. Die zweite Hälfte wird angeführt von Rob. Trainator, Sky, Tedin, Alter Jedi, Hennor, Rostbeef, Vince Stern, Boskop, Nordic Chess, Doggert, Amoroso und Belsun. Und das ist eine spannende zweite Hälfte. Da kann im Grunde jeder jeden schlagen. Natürlich die Leute, die lieber Schnellschach spielen, die werden hier ein bisschen Probleme haben, weil es ist natürlich nicht so einfach. Jetzt Ten, mit 5 plus 5. nine, Countdown eight, läuft. seven, six, five, Und dann legen wir four, los. Gutes three, Spiel. two, one, zero. Den spiele ich gegen Guybrush.
Oh, Guybrush Tea, sehr gut. Nicht, dass die Zeit abläuft. Und ihr seht, ich habe jetzt sogar 5-3, also ich gewinne gerade sogar ein bisschen Zeit auf der Uhr. Für die, die lieber langsam spielen oder eher langsam spielen, ist es natürlich schon jetzt schwierig, aber ist doch egal, verliert man eben. Der Spaß ist es wert. Man kann bei diesen Turnieren auch später einsteigen. Man kann auch früher aufhören, zählt dann eben die Punkte, die man in der Zeit schafft. Man kann auch währenddessen nach einer Partie auf Pause klicken, dann kriegt man keinen neuen Gegner zugelost. Weil das Besondere ist, hier gibt es keine Runden, sondern wenn man gewonnen hat, wird gleich der nächste Gegner zugelost und es geht weiter. Ob diese Zulosung hier so klappt, das müssen wir abwarten. Weil das ist jetzt nicht automatisch, dass das hier funktionieren wird. Ganz einfach, weil wir jetzt nicht ganz so viele Spieler jetzt sind. Hier waren zwar doch jetzt 22, 23, das sollte also halbwegs funktionieren, aber ansonsten könnte es schon sein, dass er denn nicht dass dann irgendwie zwei, drei Leute warten und kriegen keinen neuen Gegner zugelost, weil der Algorithmus schaut dann auch, haben die schon gegeneinander gespielt oder nicht. Und dann kann das manchmal so ein bisschen seltsam sein. Also wenn man jetzt nur 10 oder 12 Leute hätte, könnte es dann auch vielleicht nicht so perfekt funktionieren dann. Aber hier läuft es ja soweit ganz gut. Wir haben aber ja auch erst die erste Runde. So, kann der Springer irgendwie abhauen? Na, ich muss schon mal sehen, dass ich hier mit dem König aus der Mitte komme. Zeit habe ich auch nicht so viel Vorsprung. Und hier am Brett so, hier wäre sonst normal dieses Berserker-Symbol, was wir heute ja ausgeschaltet haben, was wir dann beim nächsten Mal ausprobieren. Expandiert hier schön. Muss jetzt doch erstmal aus der Mitte raus. Ausgeglichene Stellung bisher. So. Springer macht hier jetzt nicht so viel. Könnten ihn mal fesseln, kann er ihn aber auch wieder hier decken. Ja, es ist schon Blitz. Sollte vielleicht nicht so viel quatschen denn. Irgendwie müssen wir auch mal die Figuren entwickeln. Schauen wir mal, ob er vorbeikommt oder ob er schlägt. Nein, macht er nicht.
bin zu langsam. Ich bin noch nicht richtig im Flow drin, ich bin noch zu langsam. Noch zu grübelig. Ja, tut sich aber auch noch ein bisschen schwer. Stell den jetzt ein bisschen meiner Dame gegenüber. Das heißt, da gehen wir mal aus dem Weg. Turm. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Und jetzt hat Schwarz sich selber hier ein Isolani verpasst. Ein bisschen komme ich jetzt in Vorsprung auf der Uhr. Springer da. Den versuche ich jetzt anzugreifen. Jetzt kommt der Springer, greift hier unten auch an. Sollen wir den ernsthaft wegnehmen?
den Läufer nehmen. Wir blockieren das. Sollen wir einmal Schach sagen? Schach sagen, rüber, weg, bringt nicht genug. Mal lieber Läufer gegen Läufer tauschen. Nicht in der Gabel laufen. Ich möchte auch gerne von der Zeit vorne bleiben. Aktuell bin ich wirklich nur ein bisschen langsam, aber Guybrush hat das natürlich auch sehr gut gespielt. Pre-Move machen. Falls er schlägt, dann verliere ich keine Zeit, sondern Gewinnzeit. Und er bekommt dann mit seinen zwei Springern auch ein bisschen Probleme, weil die sich gegenseitig decken. Wenn ich den einen angreife, hängt plötzlich der andere. Hier kommt er allerdings mit Schach rein. Also die gefallen mir jetzt hier eigentlich nicht so gut, sind ein bisschen deplatziert dort. So. Naja, tauschen wir. Er muss schließlich gleich auf dem Inkrement von 5 Sekunden spielen. So, und jetzt hat er hier so ein bisschen Problem mit den Springern. Springer können sich zwar gut gegenseitig decken, aber dann sind sie natürlich abhängig voneinander. So. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir den schlagen? Nein. Sollen wir den schlagen? Sollen wir den angreifen? Er kann damit Schach weg. Ja. Wenn ich es richtig sehe, sollte das jetzt sehr gut sein, der ist ja auch gefesselt. Also der könnte schon nur mit Schach abziehen. Aber da kann ich ihn ja hier und dort schlagen. Oh, das wird schon. Und es geht sofort weiter. Wen habe ich jetzt? Tedin. Eher ein klassischer Spieler, ein Schnellschachspieler. Das heißt, da schauen wir mal, da kommt Englisch. Englische Öffnung hier. Jetzt versuche ich den hier schlecht zu machen. Schlecht zu machen. Nicht vergessen. Behalten wir den jetzt oder nicht? Ja, wir behalten den mal. Wo wollen wir denn hin? Hier hin. Also dafür, dass ich gesagt habe, er spielt langsam, spielt er verdammt schnell.
Nach Seite ist er vorne. Hat einer Blitz geübt. Also ich glaube, sind beide nicht unzufrieden aktuell mit der Stellung. Verschiedene Ideen hier. Der sieht ein bisschen traurig aus. Sieht immer noch traurig aus. Habe ich einen schönen Außenposten bei ihm in der Stellung. Schauen wir mal, ob er weiterkommt, ob er weitergeht. Weil er muss eigentlich was machen, um diesen Läufer hier die Diagonale freizuräumen. Ansonsten ist er einfach nur hier, sagen wir mal, ein Verteidiger, aber er hat keine Wirkung. So, kann der irgendwo hin? Nicht so richtig. Können wir ihn ja noch ein bisschen einschränken. Ich sehe jetzt nicht genau, wo der hin möchte. Und mein Läufer ist jetzt nicht stark, also ich könnte ihn schon tauschen. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass er hier irgendwie offene Linie oder irgendwas bekommt. So, das ist ganz okay. Ich möchte das gerne verhindern, nicht, dass er auch hier reinspielt. Das ist ein zu früh. Weil ich bin dreimal drauf. Ah, er kann hier mit Schach schlagen, achso. Ja gut, dann machen wir es mal so rum. Schauen wir mal, ob er sich ein bisschen blöffen lässt. Aber was er jetzt gut gemacht hat, ist, dass jetzt sein Läufer langsam wieder... Ah, tauscht also nicht. Okay. Hat er sich jetzt doch nicht getraut. Könnten wir ja vielleicht mal... Ah, dann kommt sein Läufer ins Spiel. Sollen wir den vertreiben? Wo geht er hin? Einmal decken. So, Abzug, Schlagen, Schach, Schlagen, habe ich nichts. Da habe ich nichts.
verdoppeln vielleicht. Nicht so einfach. Also jetzt gibt er ihn doch. Jetzt bin ich zumindest den fiesen Läufer da los. Nein, dann schlägt er mit Schach, kann ich nicht machen. Naja, gut, dann. Dann habe ich zumindest jetzt den Läufer hier von der Diagonalen weg. Aber es ist natürlich viel Material weg. Mein Springer ist noch gut. Seiner ist, ja, okay, den müsste eigentlich vielleicht noch wieder umgruppieren, wo er irgendwo besser steht. Aber jetzt muss er erstmal ein Feld für seine Dame finden. Das wäre ein schlechtes Feld, das wäre auch schlecht. Das habe ich ihn endlich mal zum Grübeln gekriegt. Das ist okay. Ach, das ist okay. Dame ein bisschen aktivieren. Er steht jetzt ja auch relativ unsicher, weil hier so viele Löcher drin sind. Wo geht er dann hin? Hoffen kann man ja mal. Schweren Zug zu finden für Weiß. Befürchte irgendwie, der war es nicht. Ich glaube, das kann er schon nicht verteidigen, oder? Also jedenfalls nicht, wenn er die Dame behalten will. Aber schauen wir mal. Ja, Arena kann natürlich auch stressig sein, wenn man immer gleich wieder einen Gegner zugelost bekommt. So, wer führt denn? Herbel führt.
Schachsucht, die ungeschlagen, ich noch ungeschlagen. Tedin schon 4 Spiele geschafft. Wow, 2 Siege, 2 verloren. Nordic Chess hat auch 4 Punkte. Ja, hier sind ein paar, die sind auf Pause gestellt, glaube ich, gerade. Uahua und Rob sehe ich auf Pause. Sky auch auf Pause. Jetzt warten wir darauf. Da kommt der nächste, Lev Chester. London hat ja nicht schlecht funktioniert. Können wir auch stehen lassen. Na, können wir weggehen. Sind viele Bauernzüge. Noch ein Bauernzug. Geht er zurück. Und wir schlagen. Bisschen hier uns reintrauen. Ein bisschen Angst machen. So. Bloß wieder hier rauskommen, dann ist alles gut. Nur eine Figur gewonnen. Hat der Schwarz sich ein bisschen verknotet dort. So, kommen wir jetzt auch wieder raus. Springer raus, angreifen, greift den Turm an, Schlag hier, Schlag da. Nicht so einfach wieder rauszukommen. Na gut, vielleicht können wir ja so rum dann. Na, versuchen wir es mal. Wird schon schief gehen. Lev Chester spielt jedenfalls schnell. Nicht ganz perfekt, aber schnell. So. Und jetzt wollte ich den schlagen. Und dann kann ich doch wieder abhauen. So. Boah. Ja. Mit Matt drohen, ganz unauffällig.
So, reicht das jetzt schon? Nee, reicht immer noch nicht. Schlagen, 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 matt drohen. Wie deckt er das? Schlagen. Ja. Ja, ich stehe so gut, ich habe das ja gar nicht nötig. Ich habe das doch alles gar nicht nötig. Lass ihn mal erstmal hier seine Bauernstruktur noch schlechter machen. Muss bloß jetzt sehen, dass ich ein bisschen schneller. Also hier schlagen wäre wahrscheinlich, hätte schon gereicht. Durch hier oben matt. Kann ich immer noch machen. Eine Figur mehr, ich muss hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Ja, okay, nö. Die sind jetzt hier so ein bisschen, ja, ein bisschen abseits. Sollte schon sehen, dass ich da meine Figuren wieder irgendwie ins Spiel bringe. Also ihn noch überschlägt. Und jetzt bin ich zwei saubere Bauern vorne. Muss bloß sehen, dass ich die jetzt auch behaupte. Also jetzt versuche ich mal ein bisschen Zeit gut zu machen und hier zu konsolidieren.
Beste wäre natürlich für mich, wenn er schlägt. Tut er nicht. Hat er ja auch wirklich keinen Grund dazu. Also wenn er den kriegt, möchte ich wenigstens den haben. Okay, den nimmt er. So, jetzt haben wir doch mal hier zwei saubere was heißt sauberer, ein Freibauer und ein Mehrbauern, also zwei Bauern mehr. Das müsste jetzt eben oder sollte jetzt mal ein Endspiel sein, das gewonnen ist. Das Problem ist, dass ich meinen König eben auch schwer aktivieren kann. Wenn hier so gefährliche Schwelfiguren durch die Gegend schwirren. Jetzt kann er wenigstens mal nicht von der Grundlinie weg, weil dann geht er hier oben matt. Geht immer noch matt, ne? Ja. Das ist nicht so gut. Mit zwei Mauern mehr mache ich kein Remis, Lev Chester.
Jetzt habe ich doch langsam das, was ich gerne möchte. Bloß auf die Zeit aufpassen. Also muss jetzt ein bisschen Tempo machen fürs Endspiel. Aber das sieht jetzt sehr gut aus. Noch ein Freibauern. Uns gleich machen. Ja. Müssen wir nicht. Der Turm kommt ja sowieso. So, Schach. Vor. Ach, das ist ein schweres Spiel. Puh, hartes Spiel. Schach sucht die marschieren vorne weg. Schon 4 Siege. Wen haben wir jetzt? King Uso. Also es wird ja auch nicht leichter hier. Es wird nicht leichter. Volle Kanne, sehr gut. Wo gehen wir hin? Nur wieder zurück. Oh, das wird ja traurig hier. Traurig, traurig. Lauf, lauf, Hilfe! Öffnungskatastrophe. Kommt davon, wenn man irgendwas anderes spielen möchte. So.
weggehen und hoffen, dass er das Matt nicht sieht. Rausgehen ist auch matt. Turm ist auch. Ja. Rausgehen und hoffen, dass er den Turm nimmt. Schauen wir mal, ob er das matt sieht. Komm, schlag doch den Turm. Hüße ihn, schlag den Turm. Da ist ein freier Turm, schlag den. Lass mich am Leben. Oder schlag den meinetwegen. Aber nicht hier. Aber wenn er so lange nachdenkt, dann sieht das. Hat er es doch gesehen. Aha. Hüseyin, wie kannst du mir das antun? Ich komme nicht mehr auf deinen YouTube-Kanal. Na, vielleicht komme ich erst recht drauf, dass ich... Guybrush, ah, okay. Ja, okay. Kolle-System. Hüpfen wir rein. Na, machen wir gleich. Ein Stonewall vor sich hin. Jetzt kommt er rein. Könnten wir fast gegen den schwachen Läufer spielen. Also beide Läufer sind ja relativ schwach. Das heißt sowas wie schlagen, zumachen. Und dann sind seine Figuren recht schlecht. Also so. So. Und so. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir unsere Problemseite irgendwie ins Spiel bringen. Und das schneller, als er seine Figuren aktivieren kann. Also mal die Theorie jetzt.
Er muss sich jetzt überlegen. Schwächt er jetzt seinen eigenen König auch? Versucht er die Figuren hier über die Seite zu aktivieren? Oder versucht er jetzt eben doch wo er sieht, okay, vielleicht komme ich hier doch nicht so weiter, am Darmflügel vorzugehen? Also so schlecht wie der ist, er unterstützt zumindest die Bauern indirekt. Ihn so aktivieren sind 3 Züge, das ist relativ viel. Obwohl er hier auch nicht schlecht steht, den Zug kann man sowieso machen. Ich sollte auch sehen, dass ich mit dem König ein bisschen aus der Mitte rauskomme. Also doch. Das können wir überlegen, dass wir ihn schlagen. Ich würde ihn eigentlich schon gerne schlagen lassen. Weil ich muss ja irgendwie meine Figuren aktivieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muss eben bloß hier aufpassen auf den Punkt, weil da habe ich natürlich schon Druck drauf. Aber er bekommt natürlich auch ein bisschen Zeitprobleme. Auch mit den 5 Sekunden ist es trotzdem schwierig. Man kann ja nicht so wahnsinnig viel Zeit aufbauen. So, da kommt er schon mit seiner Idee. Aber achso, jetzt ist er ja noch einmal drauf, mehr drauf. Gut. Könnte natürlich auch schlagen jetzt. Jetzt schlägt er jetzt schon. Okay. Das ist nicht 1 zu früh. Ich hatte gedacht, es wäre 1 zu früh. Hätte er, glaube ich, noch eine Figur gebraucht. Meine Dame hängt auch nicht. Das heißt, er kann auch weg. Das verliert, glaube ich. Ah ne, die Dame kann weg. Ja, so verliert es Material. Oder möchte das Schach sagen? Nein.
Ja, hat er nicht ganz, ganz richtig gespielt. Schade, war eine gute Angriffsstellung für ihn. Damit bin ich wieder punktgleich mit King Huso. Und Schachsuchti ist voraus. Nordic Chess ist stark. Häbel auch 6 Punkte, Tedin 6 Punkte. Alter Jedi ist auch dabei jetzt. Mal sehen. So, mal kurz geguckt, ob es noch ein neuer ins Team wollte. Wen haben wir? Höfli. Aber was anderes spielen. Und nicht immer das gleiche spielen. Mal sehen, was kommt. Eine schottische Öffnung. Und sollte er möglichst schlagen, das ist der beste Zug. Dann kann ich zurückschlagen. Er schlägt nicht. Das ist jetzt nicht der beste Zug. Jetzt kann ich den schlagen. Er schlägt den. Naja. Nicht halbwegs als Erfolg in der Öffnung verbuchen. Habe einen Bauern gewonnen. Jetzt will der Läufer hier reinkommen. Baut er sich selber ein bisschen zu. Springer dazwischen, das geht. Jetzt hat es auch relativ schwer, sich da wirklich zu entwickeln. Also Turm rüber ist schon noch alles okay. Hier sollte man sich schon sowas zu überlegen. Ah, okay, der Bau hängt noch. Turm rüber, Läufer raus, Turm rüber. Also ist alles ein bisschen schwierig. Ein Figurenklumpen. Ja, er sieht alles.
Wenn ich dazwischen gehe, kann er ihn wegnehmen, weil der Turm hängt. Das heißt, ich muss hier aus dem Weg gehen. Wo gehen wir denn hin? Mal dahin. Tauschen. Ihm auch nicht viel helfen. Weil ich jetzt einfach schon zu viel. So, vorschlagen, schlagen, schlagen, fesseln, der hin. Moment, dann wir erstmal den. Dann schlagen wir den, greifen den an. Jetzt sind wir mal sauberen Turm und ein paar Bauern vorne. Ja, mein Läufer. Naja, egal. Ein bisschen spannend machen. Ich muss bloß sehen, dass ich auf den schwarzen Feldern bleibe. Ja, Schach sucht die immer nach vorne. Dahinter King Huso und ich. Herbel Tedin, alle gut im Rennen. 9, Nordic Chess mit 8. Kalik 6, Heidenheim Schweiz. Rob, alter Jedi. Lefchester Urhur. Windstern, Patli, Geibrasch, Höfli und weiter geht's. Herbel. Was anderes spielen.
geht wieder zurück. Okay. Bei mir angeboten nach 8 Zügen. Ich glaube, dann zählt das auch gar nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Wenn man Remis vor 10 Zügen macht, ich meine, dann zählt das gar nicht. So geht ja auch. Naja. Möchte nicht, dass hier irgendwas geopfert wird. Wenn die Zeit abläuft, während die Partie noch geht, zählt die Partie nicht mehr für die Gesamtwertung. Da das hier geratete Partien sind, zählt es dann schon noch fürs Rating, aber nicht für die Tabelle im Turnier. Zurück. Schach. Na, was machen wir jetzt mit dem? Gehen wir vorbei, dann schlägt er hier, schlagen wir den, dann schlägt er auch hier. Ganz gefällt mir es nicht. Es ist ja wenigstens wieder ausreichend gedeckt. Meinte ich jedenfalls. Kann ich hier nicht gebrauchen. So, gehen wir dahin, dann kann er den schlagen. Gehen wir dahin, dann auch. Nicht so ideal. Material ist ausgeglichen.
Ja, vielleicht mit der Dame. Naja, gut. Schon wieder Remi. Ja, jetzt kann er tauschen. Er hat es zum Glück nicht gesehen. Hat er hier den Tausch erzwingen können. Gehen wir lieber schnell weg. Ja, umso mehr Bauern hier abtausche, umso dichter bin ich am Remis. Ich so auf die Uhr gucke, wird es wahrscheinlich danach auch nur noch ein Spiel geben. Nimmt nicht.
Oh, wow. Nicht. Ja, mit dem Inkrement kann man das natürlich auch schwer nach Zeit gewinnen. Das Remis haben will, dann kriegt er es jetzt natürlich. Jetzt überlegt er nochmal, ob er mehr hat. Natürlich hat er mehr. Er hat zwei Freibauern. Aber ich kann es ja definitiv nicht mehr gewinnen. So, eine Partie geht noch, sind noch 10 Minuten. Ich bin einen Punkt hinterm Schachsuchti. Aber einige in Schlagdistanz, auch Tedin noch in Reichweite. Ah, jetzt sind wir unter 10 Minuten. Ja, das reicht wahrscheinlich nicht mehr für ein ganzes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man es verliert, lässt man es dann eh wahrscheinlich eher runterlaufen. Also es sind genug freie Spieler. Was haben wir hier? Schachsuchti. Oh, okay. Gern angewandte Spielweise, den Läufer zu vierenkettieren, weil der London-Spieler ja hier seine Pyramide aufbaut und dann wird dieser Läufer stark. Hoffe ich mal, dass ich selber hier vielleicht ein bisschen was ans Laufen kriege. Geht zurück.
Schauen wir mal, ob er ihn nochmal decken will. Den lasse ich im Zweifel lieber stehen, damit sein Läufer schwach ist. Aber dann natürlich hier auch noch eine Diagonale, auf die er wechseln kann. Also schauen wir mal. Also so schlecht ist es für mich nicht gelaufen, die Öffnung. Er hat das Läuferpaar. Die Läufer sind relativ schwach im Moment. So, wo gehen wir hin? Gehen wir hier rüber? Hier zurück? Oder greifen wir den an? Einmal angreifen, fesseln. Ich glaube, das ist sicherer. Haben wir hier eine Schwäche. Also diese Partie wird auf jeden Fall zu Ende gespielt, auch wenn das Turnier gleich zu Ende ist. Zählt denn bloß nicht mehr für die Gesamtwertung. Das heißt, ich vermute mal, Schachsucht, die kommt darauf an, wie die letzte Partie war. Wird es gewonnen haben. So, jetzt ist die Frage, machen wir das oder machen wir es nicht? Eigentlich wollte ich es ja machen, aber wie schlage ich denn den Bauern zurück? Kommt er da rein? Fällt mir auch nicht. Dann wird er tatsächlich blockieren. Und dann läuft dieser Bauer plötzlich los. Also blockieren. Schlagen. Schlagen. Los. Springer weg. Ja. Wird schon schief gehen. Steht er hier so schön und tut trotzdem nichts. Noch hält das alles, aber es sind natürlich viele Drohungen hier. Fesselung. Kann man auch rot malen, dann wird es noch schlimmer. Da kann er sich schon überlegen, langsam zu opfern. Aber noch geht's ja. So. Kriegen wir hier ein bisschen Druck weg.
auch nicht wirklich. Mal selber irgendetwas drohen. So, ich glaube, wahrscheinlich ist das Turnier jetzt gerade zu Ende. So, kann er den denn wegnehmen? Kann er den wegnehmen? Den muss ich zuerst wegnehmen. Jetzt kann er da rein. Ne, er kann den einfach schlagen, den Bauern. Ich kann nicht zurückschlagen. Okay, das ist nicht so toll. Ach, den kann er dann schlagen, ne? Und den kann er auch schlagen. Oh. Eieieiei. Das ist ein bisschen viel. Dann steckt er den. Ja, gut. Irgendwas noch versuchen. Mal sehen, was er macht. Aber selbst wenn ich jetzt eine Figur zurückbekomme, er hat hier einen gefährlichen Freibauern. Meine Bauernstruktur ist hier kaputt. Das heißt, er hat einfach sauber zwei Bauern mehr. Und den nimmt er schon gar nicht. Schach kommt vielleicht. Ja. Da lässt er sich auch nicht von reinlegen. Ich hatte natürlich noch auf den Matt gehofft, wenn er jetzt einen Turm schlägt, dass ich hier Matt setze. Klappt aber auch nicht. Und hier kann er sogar mit Schach schlagen. Jetzt macht er sich das Luftloch. So, Schach. Ah. Na, es klappt alles nicht mehr. Schlagen, 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 Schach, nix. Doppel nix. Und, oh, und ein Matt. Spielen wir das Matt ruhig noch aus. So, wer hat gewonnen? King Uso hat gewonnen. Cool.
Siehst du, da hast du dir auch verdient mit dir. Gegen Huso hat gewonnen. Hat mich ja auch heftig fertig gemacht. Und ich habe Schachsuchti so lange beschäftigt, dass er nicht mehr in die Wertung kam. Gratulieren wir nochmal Hüsi ihn. Und Schach sucht die Zweite. Ich habe es noch gerade so reingeschafft auf Platz 3 vor Tedin, aber punktgleich. Hebel, Kallex, Uahua, Nordic Chess, Rob, alle mit 8. Heinheim, Schweiz, 7. Dann haben wir auf der zweiten Seite Guybrush, Windstern, Lev, Chester, Patli, Boskop, Alter Jedi, viele Spiele geschafft, Höfli, Doggert, Trainator, Mibadu. Und dann haben wir auch noch Belsun, Rostbeef, Kai aus der Kiste, Hennor, Sky und Amoroso. Hat mir Spaß gebracht, auch wenn ich ordentlich einen auf die Mütze gekriegt habe, vor allen Dingen vom Turniersieger. Toll gemacht. Ich werde es mir noch genau anschauen, aber auch eine Turnierleistung von 2081, das heißt, Teddy natürlich auch gut, aber ich glaube, das sieht für mich so aus, schauen wir mal, Turnierleistung 1594, ja, das ist so ungefähr in der Range vom Teddy. Das heißt, da wird sich King Huso seinen Platz in dem Simultan verdient haben, gegen den IM oder GM. Und auch wenn ich jetzt einen auf die Mütze gekriegt habe, Spaß hat trotzdem gemacht. Und vergesst nicht, wenn ihr auch ins Team joinen wollt, es stehen tolle Sachen an. Zum Beispiel eben am 6. Dezember der Nikolaus-Teamkampf vom Schachpanda. Da sind zum Beispiel auch die Teams bei von The Big Greek, von Chessemi, also von den Lupis sind das hauptsächlich, Kölner, Team Huschi, von Huschenbeet, die Schachpandas natürlich. Hier ist auch IM Berger dabei, die Schachstrategen haben sich noch nicht so viel angemeldet, von Orca Chess auch nicht. Wenn ihr da auch mitspielen wollt, könnt ihr das in jedem dieser Teams machen. Könnt es aber auch bei uns im Team machen. So viel für heute. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.